Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's um die Nightcore P20iX. Das ist eine taktische Taschenlampe mit 4000 Lumen im Turbo-Modus und 12.200 Candela. Ja, geliefert wird im ansprechenden Pappkarton, wie ich finde. Hier ist noch die Leuchtweite angegeben. Fallhöhe 2 Meter, also soll ich die Taschenlampe wirklich mal runterfallen, sollte diese nach dem Sturz trotzdem noch funktionieren. Wasserdicht bis 2 Meter Wassertiefe, Leuchtweite ist mit 221 Meter angegeben, maximaler Output 4000 Lumen. Ja, dann schauen wir mal, was wir alles so im Lieferumfang dabei haben. So, ich denke, das war alles. Da haben wir hier zum einen eine Garantiekarte, ein Gürtelclip, ein schönes verstellbares Lanyard, ein USB-A auf USB-C Ladekabel, ein Ersatz-O-Ring. Dann haben wir hier einen Batterieadapter, wo ich anfangs gedacht habe, dass man damit einen 18650er Akku nutzen kann. Dem ist aber nicht so. Dieser Adapter ist ausschließlich dafür da, um zwei CR123 Batterien nutzen zu können. Allerdings leistet die Taschenlampe dann nur noch 1060 Lumen. Also ehrlich gesagt, für mich ist das dann eher unbrauchbar. Weil wenn ich schon eine Taschenlampe habe, die bis zu 4000 Lumen erzeugt, dann möchte ich diese auch ab und zu mal nutzen. Ja, die Bedienungsanleitung auch mit einem deutschen Teil. Könnt ihr hier sehen, da ist alles leicht verständlich erklärt. Die Bedienung ist generell einfach. Also wie gesagt, wenn man sich das einmal kurz durchgelesen hat. Dann blickt man da ziemlich schnell hinter, wie die einzelnen Funktionen denn genau funktionieren. Noch so viel dazu. Dann haben wir hier noch ein sogenanntes taktisches Holster aus Kunststoff. Das kann man hier hinten verstellen, um an den jeweiligen Gürtel, wo es befestigt werden soll, anzupassen. Hier könnt ihr die Taschenlampe jetzt einfach einsetzen und oben festklicken. Das hält auch richtig fest, ne? Da brauchen wir keine Angst zu haben, dass man die Taschenlampe irgendwie verliert. Das Holz ist unten offen. So, außerdem haben wir hier noch einen hauseigenen 21700er Akku mit 5000 mAh. Hier sollte man beachten, dass der Akku ähnlich wie bei vielen Strunite oder Olight Taschenlampen Plus und Minus von einer Seite abnimmt. Also hier passt kein handelsüblicher 21700er Akku rein. Finde ich immer ein bisschen schade. Auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen. Das ist clevere Marketingstrategie von den einzelnen Herstellern. So verkaufen die natürlich ihre eigenen Akkus. Ist halt so. Hier unten könnt ihr es auch sehen, eine vergoldete Feder im Lampenkopf. Und hier in der Endkappe seht ihr, ist nur so ein Kunststoffring verbaut. Und da dann sieht man schon, dass Plus und Minus von einer Seite abgenommen wird. Ich kann euch das gerade mal zeigen, indem man den Akkuladestand anzeigt. Hier neben seht ihr eine kleine LED, wenn ich den Akku jetzt einlege und einschiebe. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also der Akku hat noch eine Kapazität von 3,9 Volt. Das Gewinde ist sehr sauber geschnitten. Im Allgemeinen ist die Verarbeitung natürlich perfekt, wie bei allen Nightcore-Taschenlampen, die ich bisher gehabt habe. Also von der Seite gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Auf der anderen Seite,
Wenn man bedenkt, dass die Taschenlampe zwischen 125 und 140 Euro kostet, setzt sich das natürlich aber auch ganz einfach voraus. Dann seht ihr hier vorne in der Bezel drei kleine Hackmetalleinsätze. Ihr könnt es erkennen. Damit kann man die Taschenlampe dann auch als Glasbrecher einsetzen oder Glasbrecher nutzen. Gehärtetes Mineralglas und da unten seht ihr schon die vier Cree XPL2 V6 LEDs, die wie gesagt 4000 Lumen erzeugen. Die Leuchtweite ist mit 221 Meter angegeben. So, kommen wir mal zu den Maßen der Taschenlampe. Die Länge liegt bei... Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Die Länge liegt bei 141 mm. Der Lampenkopf hat einen Durchmesser von 32 mm. Und am Griff liegen wir zwischen 25 und 30 mm an der Endkappe. Das Gewicht mit Akku liegt bei 190 Gramm, ohne Akku bei 114 Gramm. Ihr könnt bei der Taschenlampe zwei verschiedene Leuchtmodis einstellen. Werkseitig kommt die Taschenlampe im Daily Mode daher. Dieser beinhaltet 7 Leuchtstufen und dann könnt ihr die Taschenlampe noch umstellen auf den Tactic Mode. Dieser beinhaltet dann nur noch 5 Leuchtstufen. Also ich gehe das gleich im Einzelnen noch mit euch durch. Dann seht ihr hier hinten den Gummi-Ein- und Ausschalter und daneben diesen flachen Kunststoffschalter in U-Form. Dieser sogenannte Mode-Schalter, damit schaltet ihr die einzelnen Leuchtstufen hoch und runter, nachdem ihr die Taschenlampe eingeschaltet habt. Um in den Stroboskop-Modus zu kommen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist und ihr drückt und haltet den Mode-Taster, habt ihr Stroboskop und ihr loslasst aus. So, dann könnt ihr die Taschenlampe einschalten. Gummiknopf ganz durchdrücken. Jetzt kommt ihr in den Moonlight-Modus. Das sind in dem Fall 2 Lumen für 350 Stunden. Dann geht es weiter mit 50 Lumen für 38 Stunden laut Hersteller. Dann haben wir 300 Lumen, kaltweißes Licht hier, ihr seht es schon, 6500 Kelvin, 850 Lumen für 2,5 Stunden. Dann geht es weiter mit 1700 Lumen für 2 Stunden. Und wenn ihr jetzt in den Turbo-Modus schalten wollt, müsst ihr die Mode-Taste gedrückt halten. Also drücken und halten. Jetzt sind wir bei 4000 Lumen. Ist schon mächtig hell. Und wenn ihr den Mode-Taster jetzt loslasst, seid ihr wieder bei 1700 Lumen angekommen. Also drücken, 4000 Lumen, loslassen, 1700 Lumen. Zu dem Turbo-Modus muss ich euch noch eins sagen. Das werdet ihr auch gleich bei der Nachtaufnahme sehen. Der Turbo-Modus hält ungefähr nur eine Minute. Danach regelt die Taschenlampe merklich nach unten, weil auch die Hitze dann dementsprechend hoch wird. Aber das werdet ihr dann später in der Nachtaufnahme noch sehen. Um in den Stroboskop-Modus zu kommen, klickt ihr jetzt einfach dreimal den Mode-Taster. So, das waren jetzt die Leuchtstufen im sogenannten Daily Mode. Wenn ihr jetzt in den Tactic Mode wechseln wollt, müsst ihr den Mode-Taster gedrückt halten, also drücken und dann gleichzeitig die Endkappe etwas aufdrehen und dann den Mode-Taster wieder loslassen. Ich demonstriere das gerade mal. Aufdrehen, blinkt die Taschenlampe zweimal, loslassen, Endkappe zudrehen. Jetzt seid ihr schon im Tactic Mode. Wenn ihr die Taschenlampe jetzt einschaltet über den Gummiknopf, seid ihr sofort im Turbo-Modus. Jetzt habt ihr den Turbo-Modus direkt drin, 4000 Lumen. Wenn ihr den Mode-Taster jetzt drückt,
geht es runter auf 850 Lumen, dann auf 300 Lumen und 50 Lumen. Also da ist die Reihenfolge genau andersrum. Wenn ihr die Taschenlampe einschaltet, startet die immer mit 4000 Lumen im Tactic Mode. Wenn ihr den Mode-Taste jetzt drückt, kommt ihr wieder in den Stroboskop. Der bleibt übrigens jetzt auch drin, da muss ich den Mode-Taster nicht festhalten. Ja, das war im Prinzip alles, was über die Taschenlampe zu sagen gibt. Wie gesagt, preislich habe ich bei AliExpress mal nachgeguckt, liegt man aktuell bei 127 Euro. Bei Amazon sind es ca. 140 Euro. Ist ein saftiger Preis. Man bekommt auch was fürs Geld. Das muss man schon sagen. Nur was man wissen soll, das habe ich euch eben schon gesagt, der Turbo-Modus, der hält wirklich nur eine Minute und dann könnt ihr die Taschenlampe hier vorne kaum noch anfassen. Dann beträgt die Temperatur zwischen 55 und 60 Grad. Das ist dann schon enorm. Also das muss man wissen. Wenn man eine Taschenlampe sucht, wo man den Turbo-Modus nur kurz nutzen möchte, ist man hier absolut auf der sicheren Seite. Da gibt es nichts großartig Schlechtes drüber zu sagen. Also wer Interesse hat hier an der Taschenlampe, der kann sich die ruhig kaufen. Nur zu beachten, dass halt hier ein Spezialakku verbaut ist. Da müsste man sich halt noch einen zweiten besorgen. Und halt, dass der Turbo-Modus nur circa eine Minute hält. Gut, ich denke, das soll es jetzt fürs Erste mit den technischen Daten gewesen sein. Und jetzt wollte ich euch noch zeigen, mit welchen Taschenlampen es in den nächsten Wochen so weitergeht. Da habe ich hier zum einen die Thru-Night TC15 Outsider, hier in der wunderschönen bronzefarbenen Anodisierung. XAP 35 LED und 2300 Lumen im Turbo-Modus. Die Taschenlampe ist zwar schon etwas länger auf dem Markt, ich wollte es euch trotzdem auch mal vorstellen. Oder aber hier die wunderschöne Ace Beam P15 Defender, hier in der dunkelgrünen Anodisierung, gefällt mir richtig gut, top verarbeitet. SFT 40 LED, 1700 Lumen im Turbo-Modus. Und eine angegebene Reichweite von 330 Meter. Hier hinten seht ihr den Heckschalter aus Metall. Wirklich super verarbeitet. Ein ganz edles Stück, wie ich finde. Oder aber meine Lieblingstaschenlampe zurzeit, die Emisar D4S V2. Hier mit 4 SST 20 LEDs und ca. 4200 Lumen. Ihr seht es gerade, ich habe die Auxiliary LEDs hier auf grün gestellt. Kann ich das gerade mal zeigen, wie das aussieht. So könnt ihr es besser sehen. Also die vier großen LEDs sind die SSD 20 LEDs und die kleinen LEDs, hier 16 Stück, 4, 8, 12, 16, sogenannte Auxiliary LEDs, die ihr hier in dem Fall in vielen verschiedenen Farben einstellen könnt. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Mal abgesehen von der Leuchtkraft von dieser kleinen, leistungsstarken Taschenlampe. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Das kommt alles in den nächsten Wochen und natürlich noch viel mehr. Das war jetzt nur mal ein kleiner Ausschnitt von den Taschenlampen, die ich euch demnächst noch vorstellen möchte. Gut. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter mit ein paar Nachtaufnahmen der Nightcore P20iX. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Weiter geht's mit ein paar Praxisaufnahmen der wunderschönen Nightcore P20iX mit 4000 Lumen im Turbo-Modus. Ich bin gerade im Moonlight-Modus, also in der niedrigsten Leuchtstufe. Das sind in dem Fall 2 Lumen. Das sieht man natürlich hier vorne dementsprechend noch nichts. Die nächste Leuchtstufe liegt dann bei 50 Lumen. Jetzt könnt ihr schon leicht hier vorne auf dem Boden sehen,
Dann geht es weiter mit 300 Lumen. ...850 Lumen. Jetzt könnt ihr den Hochsitz da hinten schon leicht erkennen, der ist ca. 40 Meter von mir entfernt. Die nächste Leuchtstufe 1700 Lumen. Und wenn ihr jetzt in den Turbo schalten wollt, müsst ihr die Mode-Taste hier hinten gedrückt halten, weil wir ja im Daily Mode sind. Das sind jetzt 4000 Lumen. Die Leuchtweite ist mit 221 Meter angegeben. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, so weit leuchtet die Taschenlampe nicht. Ich denke mal, wir kommen hier ungefähr auf 150 Meter gut sichtbare Leuchtweite. Ich habe immer noch den Turbo drin. Aber ihr seht schon, die Lampe regelt jetzt schon die Leuchtstärke langsam nach unten. Jetzt nochmal der Turbo. Generell ein sehr schönes Lichtbild, wie ich finde. Leuchtet breit aus. Kaltweißes Licht, 6500 Kelvin. Den Busch, den ihr da seht, der ist ca. 80 Meter von mir. Ihr seht jetzt schon, die Taschenlampe regelt merklich nach unten. Ich mache nochmal den Turbo rein. Generell eine sehr schöne Taschenlampe, wie ich finde, aber der Turbo-Modus hält nur wirklich maximal eine Minute und dann regelt die Taschenlampe extrem nach unten. Also das sollte man wissen, wenn man sich für die Nightcore P20X entscheidet. Aber ansonsten ist das schon eine wunderschöne Taschenlampe. Jetzt geht der Turbo gar nicht mehr rein. Hier haben wir noch einen Stroboskop-Modus. Nochmal den Turbo, aber die Taschenlampe. Nochmal kurz den Turbo jetzt mit 4000 Lumen, aber regelt merklich nach unten. Ihr seht es schon, das geht jetzt ziemlich fix. Ich glaube, mal gucken, wie es mit der Temperaturentwicklung ist. Oh ja, also die Taschenlampe ist jetzt schon sehr, sehr heiß vorne am Lampenkopf. Ich schätze mal so um die 55 Grad. Ich kann sie kaum noch anfassen. Also das geht mir dann doch ehrlich gesagt ein bisschen zu schnell. Ja, der Turbo-Modus geht gar nicht mehr rein aufgrund der Hitze jetzt. Damit in der Lampe nichts kaputt geht, regelt sie halt dementsprechend schnell runter. Na gut, es ist halt so, wie es ist. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, unterstützt mich etwas. Ich habe mittlerweile über 60 Videos über verschiedene Hochleistungstaschenlampen veröffentlicht. Schaut mal rein, da ist garantiert für jeden was dabei. Und ihr hört auf jeden Fall von mir. Macht's gut. Ciao, ciao.